Vielleicht könnte man sich den Weg freiroden. Bezweifle ich allerdings. Dario kämpft verzweifelt gegen Leibeigene, die ja wirklich gewachsene Gegner für ihn sind. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich... Wir haben doch nur eine Truppe verloren. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Das denke ich mir auch jedes Mal. Eine Falle wäre hier gut. Die Falle ist aufgestellt. Und Pilgrim eine Selbstschusskanone direkt hinter der Falle wäre gut. Das haben wir gleich. Ja, ist gut. Selbstverständlich. Seht ihr? Die Mine wird auf jeden Fall nicht aufgegeben. Helias, ich gebe mein Bestes. Bekehr uns doch eine Gruppe. Der gerechten Sache und deine Sünden. Ach ja, die Falle. Da war ja was. Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Offenbar ist die Gruppe, die wir bekehren wollten, ach nee, die ist tatsächlich bekehrt. Tatsache. Auf jeden Fall werden die Angriffe jetzt hierhin gelenkt, sodass Gruppe 0 unbeschadet dieses Gebiet hier als Baugebiet erschließen kann und... Der Tag der Abrechnung. Naja. Steuern und Sold werden bezahlt. Wir hier irgendwo eine Kaserne errichten können. Hier halte ich für angebracht. So. Gleichzeitig bauen wir die Burg aus zur Festung. Die haben gerade nichts zu tun. Wir brauchen gerade Steine. Also wenn sie diese Steine beschaffen, und zwar koste es, was es wolle. Ne, wir haben hier einen Steinbruch und da könnten die drin rumkloppen. Machen die auch. Die Barbarengruppen, die wir bekehrt haben, werden sich erstmal zurückziehen zur Kaserne, damit sie aufgefüllt werden können. Ja, aber Barbaren können ebenso wie schwarze Ritter wieder aufgefüllt werden. Ist dann ganz witzig, wenn man sich einfach so eine ganze Barbarenarmee bekehrt. Fertig, Meister. Da gibt es noch so eine riesige Feinde in Darius Nähe. Bestimmt haben die jetzt die Mine Ach nee, ich dachte schon, die hätten die Mine umgangen. Helias, bekehr die mal. Steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn Wir an. Klauen uns eine Armee. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Mehr Siedler können nicht aus dem Dorfzentrum kommen. Es ist kein Platz mehr vorhanden. Dementsprechend. Ach, Helias war erfolgreich. Ausgebaut. Vorsicht, Kameraden! Einen Moment mal. Hier können wir doch bestimmt ein paar Leute abstellen, also 4, die hier ein Dorfzentrum hinbauen. Kein Problem. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Und dann hätten wir hier noch 3 Trupps bewahren, also 4 Trupps. Und können uns so Stück für Stück eine kleine Barbarenarmee zusammenstellen, mit der wir dann irgendwen überrennen können. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Außerdem können wir jetzt das stehende Heer erforschen. Und wir haben ja ein Eisen... Ja, stimmt, wir haben jetzt eine Eisenmine. Das heißt, wir können auch die Alchemie erforschen. Wenn Gott es so will. Nun, die Barbaren sind auf jeden Fall in der Nähe. Das steht fest. Fertig. Und das möchten wir natürlich in Kürze ändern. Vielleicht stoßen wir einfach zu den Barbaren vor und nieten die dann einfach alle um. Fertig, sagt er. Dann könnt ihr wieder Steine kloppen gehen. Aber gern. Nee, Eisen.
Eisen ist die Devise, die wir gerade brauchen. Kein Problem. Das ist jetzt Gruppe 4. Die Barbarenarmee. Helias, bekehr am besten die Nachzüglergruppe, die als letzte gekommen ist. Die zieht keine Agro. Die zieht keine Agro, wird dementsprechend nicht angegriffen und ist voll einsatzfähig. Es sei denn, unsere Helden laufen amok. Ach! Ah. So, Armee 4. Ein Held ist in großer Gefahr. Ach da. So, Armee 4 aktualisieren. Jetzt haben wir schon fünf Trupps von den Barbaren. Stehendes Heer, wunderbar. Gruppe 0, wir brauchen einen Schießplatz. Direkt neben die Kaserne. Steine bräuchten wir jetzt mal wieder. Aber erstmal Alchemie erforschen. Und diejenigen, die gerade Eisen abbauen, haben wieder mal keine Ahnung. Wir bauen Steine. Es war nie die Rede davon, Eisen abzubauen. Mann, Mann, Mann. Und die Helden bilden einfach gemeinsam Gruppe 3. Ich hab getan, was ihr wolltet. Und jetzt brauchen wir Holz. Sicher das. Lässt sich alles beschaffen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 28 Leibeigene, nicht übertrieben. 12 einfach nur für die Holzbeschaffung. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue und Holz beschaffen sie. Ich würde es fast schon sagen hier, aber das lassen wir mal. Holz beschaffen die. Ein Held ist in großer Gefahr. Helias. Selbstverständlich. Folge der gerechten Sache und deine Sünden. Mitten im Kampf erstmal ein Buch aufschlagen und anfangen zu lesen. Ach, die Truppe ist bekehrt. Und zieht sich jetzt mal direkt zu den anderen Bekehrten zurück. Hashtag Armeeklau. Ach ja, wir hatten jetzt eine Riesenarmada von Leibis, die irgendwie Holz beschaffen sollten. Komm, beschafft Holz hier. Aber gern. Rodet den Sumpf. Zerstört einzigartige Biome. Und Biotope. Jawohl. Braucht kein Mensch. Nur Mücken kommen dabei raus. Steuerung 4 und zack, haben wir Gruppe 4 auf 6 Trupps erweitert. Die Barbarengarde wächst. Und wenn wir 12 Trupps haben, greifen wir an. Nee, sicher nicht. Nun, haben wir hier Platz? Haben wir genug Platz für die... Nein, haben wir nicht. Ja. Dann bauen wir die Schmiede, wie üblich, passend zu den Militärgebäuden und haben nicht genug Holz, um die, Ausstattung zu gewährleisten. Also warten wir einfach ab, bis die Vernichtungsgruppe ihre Aufgaben aufgenommen hat.
bleiben sie denn? Hier gefällt es mir. Naja, wo bleiben sie denn? Das ist jetzt die Frage. Ach ja, stimmt, da haben wir sie ja hingeschickt. Ich würde sagen mal Helias. Einer eurer Helden wird angegriffen. Bekehren. Die haben Helias unterbrochen. Da müssen sie alle sterben. Sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Pilgrim. Man lässt Leute ausreden. Angst, sonst passiert das hier. Davon. Der Herr gebe euch Kraft. Warum wir die Barbaren nicht einsetzen? Ganz einfach, die sind eine Reserve. Eine Reserve, die wir nicht einfach verheizen wollen. Vor allen Dingen, weil es eine gewisse Mühe kostet, ja, die hier zu kriegen. Die anderen Truppen kann man ausbilden, die Barbaren kann man sich nur rüber bekehren. Und wir müssen das zahnige Rad erforschen. War ohnehin der Plan. Der Plan. Nun, Ausbau abgeschlossen, finde ich super. Da können wir gleich die Eisengrube wenden. Denn nun endlich die Hochschule, die ja Zahnräder erforscht hat. Fertig. Jetzt können wir die Schmiede bauen. Ja. Die laufen doch sicher so weit, oder? Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Helias bleibt natürlich wieder mal zurück, das Übliche. Und wird die Nachzüglergruppe bekehren. Einer eurer Helden wird angegriffen. Natürlich, wenn Gott es so will, selbstverständlich. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Heureka! Ach, die Gruppe ist bekehrt und wird sich direkt zurückziehen. Und jetzt können wir hier mit Pilgrim eine Bombe zünden. Mit Erik einen Wirbelschlag durchziehen. Und dann haben sich die Barbaren erledigt. Ich gebe mein Bestes. Während Gruppe 4 immer weiter wächst. Der Tag der 7 Gruppen, also 7 Trupps. Steuern und Sold werden gezahlt. Finde ich auf jeden Fall super. Entschuldigung, da musste ich ganz spontan einen Schluck Wasser trinken. Der Hals ist nach einer Weile doch schon ziemlich angekratzt. Eisenstollen. Immer super. Alles her damit. Legierung, Metallurgie und Chemie. Erstmal, wir können das Haupthaus ausbauen. Natürlich. Ausbau zur Uni würde ich auch machen, wenn wir denn... Ach ja, wir haben ja Platz im Bauernhof hier hinten. Den werden die wohl besetzen können. So. Zunächst einmal erforschen wir dann mal das, zunächst einmal bilden wir erstmal 3 Trupps Bogenschützen aus. Holz kriegen wir genug, Geld haben wir genug. Genug, ja.
genug. Einen Alchemistnote könnten wir auch noch gebrauchen. Könnte man hinbauen. Wohin auch immer. Und Dario, ganz ernsthaft, ich vermisst hier an der Front niemand. So gut ich kann. Das Gebäude. Also guck mal, was du da gucken kannst. Zum Gemeindezentrum ausbauen. Jetzt erstmal Legierungen lernen. Und nochmal 3 Trupps. Dann haben wir unsere Armee 1. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, das sagen sie alle. Auf jeden Fall, Gruppe 0 baut, was auch immer. Eine Alchemistenhütte wollten wir bauen mit Gruppe 0. Nee, eine Steinmetzhütte ist gerade angebracht damit Gruppe 0. Dann bauen wir uns hier unser Veredelungsviertel direkt um die Hochschule drumherum. Zur Zitadelle ausgebaut. Wunderbar. Da kommt das Wohnhaus hin. Und wir haben nicht genug Holz? Ja. Warum haben wir nicht genug Holz? Wir roden hier eine riesige Waldfläche und haben nicht genug Holz. Na gut. Hallo, 12 Leibis für Holz. Es könnte auch daran liegen, dass wir unser gesamtes Holz für die Bogenschützenarmee ausgegeben haben. Oh. Barbaren-Großangriff. Feinde haben einen Held attackiert. Folge mir, mein Sohn. Lasst Helias in Ruhe, dann ist alles in Frieden. Fertig. Ja, Gruppe ist überkehrt. Gruppe zieht sich zurück. Erik wird jetzt aufräumen. Sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Pilgrim wird jetzt sprengen. Das könnte ein bisschen lauter werden. Und ihr geht zur Kaserne und lässt euch wieder auffüllen. Unsere Arbeiter bezahlen ihre Steuern. 8 Gruppen. 8 Trupps. Wie sag ich jetzt so oft Gruppen dazu? Das ist nicht üblich. Erforschen wir mal Flaschenzug. Für die Arbalestenschützen tun wir doch alles. Ja, mein Herr. So gut ich kann. Wie ihr wollt. Ach, er kommt da hin. Da bin ich aber mal gespannt. Gibt es einfach einen Weg hier die Berge hoch, oder wie? Zack. Zurück zur... Naja, Armee. Kann man das nicht unbedingt nennen, aber... Tun wir einfach. Gruppe 4. Bereit? Wir bauen uns die Horde auf. Vor allem, dass diese gesamte Horde eigentlich kostenlos ist. Die fordern keinen Sold. Ach. Hundertprozent mitnehmen, habe ich nur gesagt. Wie ihr wünscht, meine Herren. Ja. Dann gibt es hier bestimmt noch in den Bergen gibt es bestimmt noch irgendwelche Kisten. Metallurgie erforschen. Ja, nicht auf die Idee, die Gruppe 0. Die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung und habe Holz gefällt. Sicher warst du das. Und dann haben wir den allen übers Ohr gehauen und der Dachchef. So, jetzt brauchen wir noch irgendwo den Platz für den Bauernhof. Den können wir direkt daneben pflanzen. Da können wir hier einen hübschen Springbrunnen hinbauen, wenn wir dann das Handelswesen erforscht haben. Feinde haben einen Held attackiert. Hey,
Elias muss sich da in diesem Fall da raushalten und die bekehren. Wir kennen ja das Prozedere. Das geht dann ewig so weiter, bis wir eine Riesenarmee aus Barbaren zusammengetragen haben. Da haben wir die Barbaren. Die ziehen wir zurück zu unserer Armee. Und dann stellen wir vermutlich die Elitegarde der Barbaren, also die Elitekrieger der Barbaren, stellen wir nach Volkung ab, um die dann zu beschützen, wenn unsere Armee fertig ist. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Das sieht schon eindrucksvoll aus allmählich.